Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen heute zu meinem Video. Ich habe auch eine DJI-Drohne bekommen, aber ich habe wirklich nur eine bekommen. Genau, keine Ahnung, warum ich keine zweite bekommen habe. Und ich zeige es euch mal, die werde ich euch jetzt vorstellen. Hier ist sie. Die DJI Mini. Cool, ne? Okay, ciao. Ich hoffe, ihr seid noch nicht böse bei den Witz. Sollte nur ein Witz. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Und es ist richtig das Mavic 2 Fieber ausgebrochen. Alle schauen sich Videos an. DJI hat viele Tester beglückt mit einem DJI Zoom und DJI Pro. Keine Ahnung. Und seid nicht traurig, es gibt auch noch DJIs, ne Quatsch, Drohnen, die ein bisschen kleiner sind, nicht so viel Geld kosten, wo man einfach probieren kann. Und ich habe für euch hier die Pocket-Drohne gekauft bei Banggood. Die wir uns einfach mal anschauen. Und die sieht nämlich fast so ähnlich, also so ähnlich sogar aus wie das Mavic-Modell. Und bleibt dran, seid gespannt. Ja, hier schauen wir uns das mal an. Zusammenfaltbar halt. Hier mit Handyhalterung. Das habe ich hier mit HD-Cam, Wi-Fi, sendet CV wahrscheinlich, mit Loop-Funktion 2,4 GHz, ein Gyro mit Licht, das ist noch alles dran. Ah, man kann die hier mit 480p kaufen, also 640x480p. Ich habe mir sie in HD gekauft, mit einer Batterie, zwei Batterien, drei Batterien. So lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir hier? Ja, ich habe hier mal schon mal die Akkus. Anleitung natürlich hier in Englisch. Schau mal, ob ich es auch in Deutsch habe. Jawohl, und das ist schon mal super hier. Könnt ihr die ganze Sache in Deutsch euch anschauen. Denn ich kann euch noch was verraten. Die Drohne gibt es zwar bei einem Händler in Bangkok, Händler in China, aber der hat hier ein deutsches Lager oder ein EU-Lager. Da könnt ihr die nämlich bestellen und die kostet genau den gleichen Preis wie im China-Lager und ihr braucht keinen Zoll darauf bezahlen. Ja, hier habe ich schon mal das Ladegerät, USB, Schraubenzieher und hier Ersatzrotorblätter. Da habe ich schon mal die eigene Drohne und das ist voll witzig halt. Sieht aus wie der Mavic, nur ganz klein. Also ich drehe sie mal hier rum. Ist wirklich voll witzig und süß gemacht. Also wer so den Mavic schon hat und sich noch eine kaufen will, dann ist das wirklich ein tolles Nachbau. Hier sogar mit Linsenschutz, den machen wir aber erst dann ab. Immer fliegen. Hier kann ich so noch den Winkel einstellen. Ich würde es aber also sowieso ganz oben lassen, wenn ich schnell fliege und dann neigt sich die Kamera sowieso nach vorne. Hier drin habe ich einen Akku noch. Dann hier reingeschoben. Laden alle mal auf. Und einen zumindest. Ja. Jetzt hier habe ich noch die Rotorhalter. Wichtig für Anfänger. Und die schraubt man, steckt man die einfach unten drauf. Man steckt sie einfach unten drauf. Ja, wer sich wirklich sehr unsicher ist beim Fliegen, der soll die sich wirklich heran machen, die Rotorschutzteile da, um halt die Propeller nicht kaputt zu machen. Es sind zwar Ersatzrotorblätter dabei, aber länger Freude dran zu haben. Und bei dem Fall dämpfen die auch nochmal hier die ganze Sache ab. Sehr süß. Und hier selber habe ich dann die Fernbedienung. Die sind natürlich jetzt hier wie die Sparks so ähnlich gemacht. Ich habe hier einmal einen Ausschalter. Ich habe mir schon Batterien reingemacht. Ja, ich habe das ein bisschen falsch erklärt. Also hier habe ich die Starten und das Landen, indem ich hier drauf drücke. Die muss natürlich jetzt angeschaltet werden. Hier lande ich. Eine andere Version, die
habe ich eben nochmal, damit ich nicht vorher drauf komme und die er startet schon die Drohne, drücke ich hier, muss ich hier noch was nochmal aktivieren, entsichern quasi. Ja, ich habe hier Modus 2, das habe ich hier in Gas. Hier steigt die Drohne, hier wird sie nach links und rechts sich drehen und hier wird sie nach links und rechts schweben, nach vorne und nach hinten schweben. Ja, hier habe ich nochmal feine Eintrimmung. Hier oben habe ich nochmal die Fototaste und Filmtaste und hier kann ich dann die Geschwindigkeiten einstellen. Hier hört sich ein Pieps, langsame Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit. Hier ist die Flip-Taste, das heißt, ich drücke die drauf, fängt mehrmals an zu piepen und drücke dann irgendwo hin und da wird man dann irgendwo in Richtung flippen. Und hier ist der sogenannte Heatless-Modus, das heißt, schon tausendmal erklärt, dass die Drohne in irgendeine Richtung zeigt und ich kann die quasi immer zu mir ziehen, die Drohne. Und hier tue ich ihn wieder deaktivieren. Wie gesagt, würde ich euch nicht empfehlen, ich würde immer gleich üben, dass ihr quasi fliegt, wenn ihr zu euch zurückfliegt, dass die Drohne immer, dass ihr es immer drauf habt, dass ihr immer quasi entgegensetzt dann die in die links und rechts steuern müsst. Ja, das war es eigentlich schon. Also wir haben einfach mal über USB so einen Akku aufladen, oder zwei aufladen. Und die haben wir jetzt hier dran. Ich denke mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wie gesagt, die Akkus sind schon vorgeladen. Und jetzt hier seht ihr das Signal, Licht geht an. Ja, hier Spannung 3,7 Volt. 500 mA hat die ganze Sache. Ja, wie gesagt, die App müsst ihr euch runterladen und ihr habt dann die QRS-Codes und die müsst ihr euch dann runterladen und ja, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, das kennt ihr ja alles schon und das werde ich jetzt eben mal gerade machen. So, mach einfach den Schieber hier unten auf. Packen das Handy da unten rein. Das wäre ich einfach mal zur Probe hier. Die Akkus sind ja mal vorgeladen, aber nicht komplett geladen. Dann reinstecken. So, dann werde ich die Fernbedienung erst ausmachen. So, dann die Lämpchen hier. Hält auf zu blinken und jetzt müsste hier das Ganze verbunden sein. So, die Wi-Fi-Verbindung gehen. So, sucht erst mal die Drohne wieder hier. Ich denke mal, das ist die hier. Verbinden. Wi-Fi 27P. Gehe jetzt hier drauf und ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Ich muss mein Handy wieder drehen. Gehe auf Play und sehe natürlich jetzt nichts. Er hat ein bisschen rumgemeckert. Jetzt hat er es geschafft. Das muss man richtig genau einstellen. Haben. Jetzt habt ihr hier das Bild. Ist ein bisschen dunkel. Wisst ihr warum? Weil ich die Folie noch vorne dran habe. Die werden wir mal abziehen. Und ihr habt hier wirklich ein 720p Bild. Sieht wirklich gut aus. Und das ist wirklich eine feine Sache. Ja, hier könnt ihr dann quasi die Rekord machen hier, die Filmaufnahmen machen. Hier unten können wir sogar noch eine Speicherkarte einstecken hier, noch ein SD-Schacht. Und so, jetzt starten wir einfach das Ganze mal, ich halte es mal fest. Ja, das muss ich ein paar Mal drauf drücken.
Wie gesagt, wichtig euch, dass ihr vor dem Start euch anschaut, wie starte ich die Drohne und wie lande ich sie. Ihr könnt noch verschiedene Einstellungen machen noch, aber das ist nicht ganz so wichtig. Schau eben mal nochmal nach, ob es hier noch irgendeinen Ordner gibt, wo man das gespeichert hat. Bestimmt auf so. Handy irgendwo gespeichert haben. Okay. Das war jetzt ein bisschen seltsam, dass es nicht gleich gestartet ist. Ich sag, warten noch, bis der Akku hier voll aufgeladen ist. Und dann denke ich mal, werden wir zum Probeflug hier mit dieser kleinen, feinen Mini Mavic aufbrechen. Ja, Lieben, jetzt wollen wir den testen. Ich kann heute leider nicht rausgehen. Sitz selber. Schlurm und schneit. Also musst du leider wieder mit meinem Treppenhaus vorlieb nehmen. Aber wie gesagt, es geht auch. Ich sagte, einen Draußentest, Autotest werde ich natürlich auch machen. So, ihr habt meinen kleinen Fein. Ich kann mal hinter meinen Rücken schmeißen. Ja, ich klappe dann hier einfach aus wie der große Bruder. Schalten. Jetzt könnt ihr schon mit dem fliegen. Wollen ja mal was auf dem Handy sehen. WLAN einschalten. Ist auch hier mit dem Dings verbunden hat. Nehmen wir es mit dem Wi-Fi verbinden hier. Den UFO verbinden. Gehen und hier haben wir schon quasi die oberste Stufe. Ich kann quasi auch noch hier die Stellen, dass ich jetzt den Boden sehen würde. Würde ich nicht so empfehlen, immer die Höhe, die höchste Stufe nehmen. Gut, ja, dann ist es Quatsch. Schöne Rückenstellen von euch weg zum Üben. Ja, einmal habt ihr hier einen Start. So, dann rastet dann auf eine Höhe ein. Aber ich sehe, wie voll die Schuhe. Hier hoch, runter. Und jetzt landen. Wir landen. Zack, geht runter. Ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, ihr drückt ihn hier nach außen und geht mit diesem Knüppel, Gasknüppel, geht wieder aus, nach oben. Könnt ihr das quasi selber ein bisschen einstellen. So, hier dreht wieder die Filmaufnahme. Und quasi das Handy gestreamt. Natürlich ruhig und sauber genug. Endige Aufnahme, voilà. So, ein Grauen wird es unruhig. Und landen das Ganze, drücken 1 nach unten, den Hebel hier nach unten und schon landet er. Ja, ganz einfach. Hier die anderen Tasten, Flip-Tasten, werde ich jetzt hier nicht machen. Das war nämlich die Taste hier. Nee, das Geschwindigkeit-Taste, die sind leider nicht beschriftet. So, und das ist nämlich der sogenannte Heatless-Modus. Zeige ich euch auch nochmal. Muss die Drohne wirklich sauber vor euch stehen.
gehört. Wie ihr seht, die Geige steht. Die kann ich sonst immer zurück. Schalten wir mal aus. Für mich ungewohnt. Und ja. Flippen tue ich jetzt für mich. Einmal Geschwindigkeit. Zweifache Geschwindigkeit, dreifache Geschwindigkeit, einfache Geschwindigkeit. So, und das war's. Also für mich ist es hier wirklich die beste Low-Budget-Drohne, die ich bisher geflogen bin. Die werde ich auch so ein bisschen behalten. Die anderen werden wahrscheinlich alle mal wegkommen. Und also, wie gesagt, sieht voll cool aus vom Design, erinnert halt wahnsinnig an den Mavic und wie gesagt, fliegt top. Die Videoqualität 720p, direkt aufs Handy drauf gestreamt, auch top. Ja, was will man mehr? Und wie gesagt, die kann man hier an, bei Banggood in Europa Shop gehen, da bitte reingehen, dann könnt ihr die bestellen und da braucht ihr keinen Zoll bezahlen, weil die direkt aus Europa dann zu euch geliefert wird. Bei mir war eine deutsche Adresse drauf, also es dürfte kein Problem sein. Also wirklich Top-Teil, wie ihr gesehen habt, steht wie eine einzelne Luft, wie als ZR GPS. Also absolut genial. Ciao, bis zum nächsten Mal.